Dieses Spinner habe ich mir selbst für Teltor-Kanal umgebaut. Mit Weike packen, kleine 5 cm Twister. Der bleibt selten hängen, weil die Spitze einfach wird in den Keder versenkt. Und kann man für Hecht, große Barsche schön benutzen. So wird das einfach so einfach wie geht umgebaut. So. Ja. Nichts anderes. So, dann zweites Beispiel wird, ich habe so eine zweifarbige Köder oder dreifarbige, einfach reingepickt, durchgeschoben und wie immer Abstand für messen, die Spitze wird versenkt, fertig, schöne Köder für Hecht, Barsch. Ja. So. Die einfachsten, am liebsten angle ich mit so einer weitgepackten mit Bleikopf, rund oder eckig, ja, und so einer Köder. Dann einfach so hier reingepickt, durchgeschoben, so, einfach hier. Und der Haken muss dieser Schlitz hier bleiben. Ja, oder kann man noch vorne schieben, ein bisschen noch befestigen. Das sind die besten Keder für Zander und für Teltor-Kanal. Bleibt selten hängen. Ja. Oder hier mit den Dreiecke andere Keder. Ja. So. Einfach mit nach vorne geschoben, diese. So. Perfekt. Perfekt ist das. Ja. So, die Spitze ist hier offen und da bleibt hängen. Und da kommt zu Verlust von Keller, Chikaken und so weiter. Ja. Aber die sind die beste Keller für Handsander und für Delta-Kanal, das ganze System, weil ich mit die ganze Spinner und so weiter.